Frenkel frotzelt. Heute. Let's Play. Feuerwehr 2014. Die Simulation. Ach, ihr Nasenbären. Da ich gleich noch einen wichtigen Termin habe, nur das Wichtigste in Kürze. Du bist heute als Fahrer für das Drehleiter-Korbfahrzeug Florian 7 eingeteilt. Sorge bitte dafür, dass das Fahrzeug jederzeit betankt und voll einsatzbereit ist. Vom äußeren Erscheinungsbild sieht das Fahrzeug ja soweit ganz gut in Schuss aus. Ich hoffe, dass dies auch für seine Funktionalität gilt. So, das war's auch schon. Alle Mann ab an die Arbeit und passt auf euch auf. Tag, ihr Nasenbären, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Feuerwehr 2014, die Simulation. Heute noch einmal, wenn ich vorstellen darf, die Drehleiter. Das hat in der Folge zuvor irgendwie nicht so funktioniert. So, ich fahre tanken. Erstmal, wie immer, ne? Erstmal tanken fahren, obwohl das eigentlich gar nichts gebracht hat beim letzten Mal. Also es war so, einmal hat er nicht gelöscht irgendwie, aus irgendeinem Grund. Weder mit dem Feuerlöscher noch mit dem Hydrantenschlauch. Florian 7 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Funk. Ja, und beim zweiten Versuch bin ich leider umgefallen. Das Fahrzeug ist umgefallen. So, jetzt kommt der nächste Versuch. Warum das in der Folge zuvor nicht gelöscht hat, weiß ich immer noch nicht. Vielleicht weiß ich es jetzt, wenn das läuft, wenn ich dann die Kommentare unter der Folge zuvor lese. Aber ich bin ganz schön weit voraus. Ich habe, keine Ahnung, momentan 20 Folgen bin ich voraus, die ich aufgenommen habe. Deswegen, ja, kann ich nicht so drauf reagieren, wenn ihr wieder was drunter schreibt. Von wegen, fahr da mal lieber rechts. Ne? Zack, tanken. So, und wenn ich das richtig verstanden habe, hat das Scheißding auch keinen Löschbehälter an Bord. Das heißt wiederum, ich muss automatisch logischerweise mit dem Hydrantenschlauch dingseln. So. Jetzt fahren wir wieder zurück. Weil ich schlafen möchte. Vielleicht geht es ja diesmal, bevor dann irgendwie der Alarm wieder losgeht. Ich muss mit dem Ding hier noch ein bisschen vorsichtig um die Kurven fahren. Es hat so ein etwas schlechtes Kurvenverhalten. Es fällt sehr leicht um. So. Florian 7 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Keine Absicht. Was? Keine Absicht? Dass du so hässlich bist? Hi. So. Guten Morgen. Einsatz für Florian 7. Ach, scheiß die Wand an. Im Gewerbegebiet kam eine Alarmierung rein. Hier wurde starke Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstmöglich dorthin. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, so kümmere dich unverzüglich darum. Passt auf euch auf. Florian 7 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Okay, jetzt muss ich wenigstens mal in die andere Richtung fahren. Vielleicht ist das ja zu lösen für mich, diese Aufgabe. Wäre ja mal ganz nett. Komm, hau ab! Weg da! Okay. Ich bin auf der Spur. Diesmal werde ich es schaffen. Hätten wir eigentlich auf dem Weg dorthin auch tacken können, ne? Hatten wir ja auch schon. Aber ich brauche für diese Drehleiter ziemlich viel Zeit, weil man muss ja diese Hydrantenscheiße anschließen. Das kostet schon mal Zeit ohne Ende. Und dann, wenn es blöd läuft, muss ich auch noch die Leiter bedienen. Jetzt habe ich da wieder versucht umzufallen, aber in diesem Ladevorgang umfallen ist es gar nicht mehr so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe, so reinzuschlittern. Schade. So. Feuer voraus. Da gibt's genug Hydranten, sehe ich. Das ist schon mal nicht schlecht. So. Florian 7 an Leitstand. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Nehmen wir mal. Ja, ist gut. Nehmen wir einfach mal den Brand hier, würde ich sagen, oder? Der schaut so aus, als ob es hier brennen könnte. Türchen auf, komm. Warum geht das jetzt wieder nicht? Was ist jetzt los? Ach ja, hier. Verzeihung! Habe ich verwechselt. So, wir brauchen einen Hydrantenschlüssel erstmal.
Nein, nicht zumachen! Ah, verdammt! Daneben gegriffen. Den brauche ich. So, dann Hydrant. Hydrant, Hydrant, da. Rein das Ding. Ich brauche dann hier diesen komischen... Wie heißt das? Das Standrohr. Weil da brauche ich nicht mit dem Feuerlöscher ankommen. Ja, ist gut, komm. Es nervt mich immer noch, dass ich da zweimal drücken muss. Um das Ding zu nehmen. Rein das Ding. Jetzt brauchen wir noch einen anderen Schlauch. Halt, warte mal, in Zwischenzeit könnte ich eigentlich... Fällt mir gerade ein. Das Ding müssen wir rausfahren. Wir müssen das ja stationär machen mit der Leiter. Den Schlauch. Was für eine komplizierte Kacke, ey. Anschließen hier. Anschließen hier. Nächster Schlauch. Meine Fresse. Da vergeht die Zeit schnell. Ach, sind noch 8 Minuten. Okay, da ist wenigstens genug Zeit hier. So, das Ding hier dran. Jetzt schauen wir mal, wie das mit der scheiß Drehleiter wieder geht. Das habe ich nämlich auch schon mal mehr gemacht hier. Warum habe ich jetzt den Anzeiger des Löschbehälters? Wie komme ich nochmal auf die Leiter drauf? Das habe ich jetzt völlig vergessen. Wie ging das nochmal? Ja, kann ich nicht. Warte mal. Irgendwas muss ich doch da drücken. Ich weiß nicht mehr, wie es geht. Scheiße! Ach doch, hier. Okay, hier bin ich jetzt drauf. Rein in den Korb. Genau, so war das. Ah ja, alles im Griff. So, jetzt schauen wir mal, ob das geht. Mit OP kann ich auch noch nach vorne. So, und jetzt mal gucken. Ah, das muss ich auch erstmal wieder rauskriegen hier. Wenn ich da jetzt... Ah, nee, nee, das ist schlecht. Wenn ich da runtergehe, dann werde ich gegrillt hier. In meinem Grillkorb. Ich sehe schon, das wird gar nicht so einfach, das Ding hier zu löschen. Es hat inzwischen ein bisschen mehr Feuer gefangen. Ein Stückchen näher ran vielleicht, ja? Ja, alles im Griff hier! So. Jetzt ist das Blöde an der ganzen Geschichte. Ich fürchte, dass es auf der anderen Seite auch noch brennt. Einsatz wurde erfolgreich beendet. Ha! Melde den Einsatz hiermit ab. Ha! Ha! Wie komme ich jetzt hier wieder runter? Das habe ich auch wieder vergessen. Escape? Nein. F1? Nein. Wie bin ich denn drauf gekommen? Muss ich jetzt hier wieder... Scheiße. Ich muss mal kurz gucken, kann man das hier sehen? Nein. Wie das da... Tourbefehle kann man hier nicht sehen. Wie ist man denn da nochmal runtergekommen? Verdammt! Ich stecke jetzt in diesem... Ich muss mal einfach alle Tasten drücken hier, kurz. Escape geht nicht, ne? Nee, scheiße. Wie bin ich denn da runtergekommen? Ich will jetzt aus dem scheiß Korb hier die Zeit... Zeit läuft weiter. Ja, das Blöde ist, wenn jetzt ein Dings reinkommt, ein Einsatz, dann habe ich ein Problem. Ich werde jetzt einfach mal alle Tasten drücken. Kommt. Ich muss erstmal aus dem Korb raus und dann kann ich die Leiter runterlaufen, glaube ich. So war das. Oder muss die Leiter komplett runtergefahren werden? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es einfach nicht mehr. Komm, runter, runter, runter. Reinfahren, reinfahren, reinfahren. Ah, Gott sei Dank. Alles klar, alles klar, alles klar. Und dann hier nochmal. Das ist anders als früher. Aber definitiv. So, jetzt müssen wir das mit dem Schlauch, das ganze Kramszeug hier wieder erstmal zurechtfummeln. Wie ging das denn jetzt wieder? Jetzt muss ich hier wieder ablegen. Oh, ein Stress hier, ey. Wahnsinn. Das hier. Dann war das, glaube ich, dadurch, dass ich das hier wegmachen muss. Dann muss ich den Scheiß da zurücktragen. Na, so langsam komme ich dahinter, ne? Den Käse kann man genauso gut stecken lassen, würde ich sagen. Dann gehen wir da rein.
machen das Licht aus, fahren das ganze Ding wieder ein. Und ja, Viz Games hat's geschafft. Ich mache die Rolltour zu, weil mich sonst das Gepiepe nervt. Das werde ich Ihnen nie verzeihen. So. Ja, und dann können wir zurückfahren und lassen einfach das Ding da drin stecken. Und ich glaube, beim nächsten Einsatz habe ich dann automatisch wieder eins. Hoffe ich mal. Wenn nicht, habe ich ein Problem. Was ist denn hier los? Fahr halt einfach, lauf halt einfach über die Straße, du Penner. So. Ich hoffe mal, dass das dann automatisch wieder aufgefüllt wird. Habe jetzt keinen Bock gehabt, das auch noch alles abzubauen. Da wirst du bekloppt. Hurra! Ich hab's geschafft! Meinen ersten Drehleiter-Einsatz mit Brand und allem. Es hat geklappt! Hurra! Und jetzt passen wir bitte auf, Herr Frenkel, dass wir nicht irgendwie wieder einen Unfall bauen. Und dann alles von vorne nochmal machen müssen. Ich hätte auch erstmal probieren können, ob es auch ohne Hydrant geht. Das habe ich ganz vergessen. Scheiße. Das hat beim ersten Mal in der Folge vorher nicht geklappt. Vielleicht war der ja auch einfach nur leer, der Löschbehälter. Da bin ich mir immer noch nicht so sicher. Müssen wir auf jeden Fall noch einmal ausprobieren. Jetzt versuche ich aber erstmal eine Runde zu pennen. Allein schon, um die Schicht abzukürzen, ey. Ich weiß gar nicht, was danach noch kommt. Florian 7 an Leitstand. Melde Fahrzeug frei auf Wache. Ob dann überhaupt noch was Interessantes kommt, ey. Weg da. Alles senkrecht? Fresse, Arschloch. Einsatzbefehl für Florian. Lalalala. Aus Brunsdorf kam eine Alarmierung rein. Hier wurde starke Rauchentwicklung gemeldet. Begib dich schnellstmöglich dorthin. Sollte wirklich ein Feuer ausgebrochen sein, so kümmere dich unverzüglich darum. Passt auf euch auf. Florian 7 an Leitstand. Melde Einsatz angenommen. Okay, soviel zum Thema. Wir gehen eine Runde pennen. Das war's dann mit pennen. Also nix Penne, Alfredo, gell? Vorsichtig da an der Kurve. Nicht, dass wir da umkippen. Das war zumindest jetzt mal ein bisschen Abwechslung, ja, dass ich endlich das Drehleiter-Dings da bedienen konnte, aber ich weiß nicht, was jetzt danach noch kommt. Also es sollen mehrere Story-Missionen kommen. Die Frage ist, ob das so spannend ist, das auf die Dauer so lange weiterzuspielen. Also wenn dann keine neuen Fahrzeuge kommen, müssen wir mal gucken. Dann müssen wir mal gucken. Muss mal ein bisschen ranzoomen. Okay, ja. Da ist auch ein Hydrant in der Nähe, das freut mir. So, ein bisschen ausholen, ne? So wie mit dem Bus, mit dem OMSI 2. Das Städtchen ist echt schön gemacht, muss man sagen. Und es ist auch ziemlich viel los mittlerweile. Da gibt es echt viele Fußgänger und so. Das sieht ganz nett aus. Melde Fahrzeug am Einsatzort eingetroffen. Was allerdings stimmt ist... Wo brennt's denn? Das da hinten brennt, oder was? Das Auto. Oder das komische Ding da hinten. Ja, die Fahrzeuge. Die könnten jetzt dann langsam ein bisschen erneuert werden, weil die schauen immer noch so aus wie in den ersten Vorgängerspielen. Das ist ein bisschen nicht ganz so schön, ne? So. Also die Fahrzeugmodelle, meine ich. Die sind nicht so der Brüller. Okay, jetzt schauen wir mal. Standrohr neues habe ich schon gesehen. Ja, das wird automatisch aufgefüllt. Das wird neu reingebeamt. Das ist super. Rein. Rein. Ich könnte es eigentlich mit dem Handfeuerlöscher ausprobieren erstmal. Aber das klappt wieder nicht. Ne? Ich kann das nicht irgendwie. Sag mal, liegt da Koks? Eine kleine Packung Koks? Das hat mich mal ein Zuschauer gefragt, ob... irgendwo in der Werkstatt hat es ein Päckchen gesehen und meinte, ob das Koks ist. Ja, wo soll ich das denn wissen? Ich habe doch keine Ahnung, wie Koks aussieht. Ich sehe gerade, wir sind am Ende dieser Episode. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst mir einen Daumen hoch da, freue ich mich. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen und ciao, ciao.